Ja, das gefällt mir gut. Vielleicht ein bisschen. Ja, ja, schon gut, schon gut. Ich gehe auch wieder rein. Guten Tag, mein Name ist Brandt. Ich würde gern mit Ihnen reden. Aber ich will nicht mit Ihnen reden. Ich will die Lange vom Arbeitsamt. Dr. Rebecca Lange. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, das ist mein Ernst. Ich mache nicht mehr mit. Kommt das nicht ein bisschen plötzlich? Besser plötzlich als zu spät, hm? Ja, Lange. Was? Wer? Muss das sein? Ja, ja, natürlich komme ich. Manfred Hillmann steht auf dem Rathaus und will runterspringen. Der will mit mir reden. Du meine Güte, lass ihn doch springen, dann sind wir ihn los. Der Mann geht auch auf dein Konto, Albert. Du hast zu viel Mist gebaut. Wir alle haben Mist gebaut. Dann ist jetzt Schluss. Du hast doch auch davon profitiert. Rebecca. Rebecca, was ist denn mit der Einweihungsparty? Klaus! Herein! Herr Lorch, Herr Schindler. Tillmann, wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie eine Frau und zwei kleine Kinder. Ja, das hat Sie aber nicht daran gehindert, mir die Arbeitslosenhilfe zu streichen. Sie haben Ihnen Arbeit besorgt, Sie haben sie verweigert. Weil ich Informatiker bin und kein Bauarbeiter. Tillmann, bitte beruhigen Sie sich, wir können über alles reden. Auf einmal können wir über alles reden. Ich verspreche Ihnen, ich werde Sie wieder in das Arbeitslosenhilfeprogramm eingliedern. Ist das wahr? Ja. Tja, also
800 Euro plus Umlagen, das könnte ich schon aufbringen. Hm, 800 Euro, das ist für die Lage und den Zustand der Wohnung fast geschenkt. Aber eins muss ich Ihnen noch sagen, die Küche, die baue ich nicht aus. Wer die Küche nimmt, der wird mein Nachmieter. Können Sie das denn einfach so entscheiden? Können Sie das entscheiden? Ich? Ja, also ich bin vom Vermieter legitimiert. Aber Bonität muss schon sein. Die schöne Küche. Wer die Küche nicht will, der kann auch die Wohnung nicht haben. Sind Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt? Sehe ich so aus? Nein, natürlich nicht. Aber Sie haben schon recht. Ja, dann gibt's ja beim Vermieter überhaupt kein Problem. Wissen Sie was? Dann bringen Sie einfach morgen die 5000 Euro für die Küche und dann bekommen Sie Vertrag und Schlüssel. Einverstanden. Ich habe nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich gehe in Urlaub und ich werde danach nicht mehr ins Amt zurückgehen. Sie haben mich reingelegt. Ich verspreche Ihnen aber, dass mein Nachfolger sich um die Sache kümmern wird. Warum tun Sie mir das an? Warum belügen Sie mich? Frau Lange, das werden Sie bereuen, das schwöre ich Ihnen. Das werden Sie bitter bereuen. Lassen Sie mich doch los. Lassen Sie mich doch los. Krüger? Ja, grüß dich, Uschi hier. Sag mal, mich hat gerade ein Kollege vom Unfallkommando angerufen. Sie hatten deine Frau ohne Personalausweis in Elisabeth Krankenhaus geschafft. Aber er meint, Frau Arndt erkannt zu haben. Sehr merkwürdig. Ich fahr da mal hin. Ja, okay. Die Platten bitte hierher. Ja. Nee, die Torte bitte. Hier. Ist das okay, Klaus? Wann kommt denn Rebecca? Ich weiß es nicht. Hier, kommen Sie hier. Rebecca und Perich sind bestimmt über alle Berge. Ach, Schwachsinn. Du kennst doch den Kerl, damit musstest du rechnen. Rechnen? Du hast doch immer gesagt, wenn der aus dem Knast rauskommt, der kann uns gar nichts. Unsere alten Warentermingeschäfte sind verjährt. Ansonsten steht seine Aussage gegen unsere Aussage, aber dass er Rebecca umgedreht hat und Rebecca uns jetzt alle erpressen kann, das gefällt mir überhaupt nicht. Rebecca und ich, wir wollen heiraten. Sie wird nichts gegen uns unternehmen. Mach dir nichts vor. Christian Perik ist eine Nummer zu groß für dich. So ein Quatsch. Verkehrsunfall. Sie untersuchen sie gerade. Nein, sie ist nicht in Lebensgefahr, Gott sei Dank. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie keine Ausweispapiere bei sich hatte. Schau doch mal nach, ob du sie bei euch findest. Ja, ich warte hier auf dich, klar. Hier, das Kleid ihrer Bekannten. Keine Jacke, keine Tasche? Nein, leider nichts. Danke. Meine Tochter hat ja gewollt, dass Sie heute hierher kommen. Aber ich muss Ihnen sagen, ich missbillige, dass sie sich mit Ihnen wieder abgibt. Sie haben meiner Tochter ein Kind gemacht und sie sitzen lassen. Sie haben sie beinahe zugrunde gerichtet. Sie sind ein Betrüger, ein Verbrecher.
Sie waren im Gefängnis und jetzt kommen Sie hierher und richten neues Unheil an. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Aber ich muss doch mal kommen und meinen Sohn kennenlernen dürfen. Aber nicht heute Abend, er schläft schon. Entschuldigen Sie, gerade eben schlief er noch nicht. Und ich sage Ihnen, er schläft. Dr. Schuster, Entschuldigung, bitte. Nett, dass Sie kommen. Guten Abend. Ich dachte, Sie bringen Rebecca vielleicht gleich mit. Wieso, ist sie gar nicht hier? Nein! Auf ihrer eigenen Party? Prost. Zum Wohl. Wo ist denn Ihr Bruder? Da vorne steht er. Ich bringe Sie hin. Herr Dr. Schuster ist da. Bleibt mit Rebecca. Herr Schuster, Herr Lorch, ein Foto bitte. Sie meldet sich nicht. Haben Sie denn mal mit meinem Sohn über mich gesprochen? Warum sollte ich? Sie kommen einfach zurück, brechen ein in unser Leben? Rebecca hat mit Klaus 2 Jahre an dem Haus geplant und gebaut. Und jetzt ist das Haus fertig. Und die Beziehung auch. Ich sag Ihnen was. Rebecca ist in ihrem neuen Haus auf der Einweihungsparty. Und Sie gehen leer aus. Das schwöre ich Ihnen. Ich möchte jetzt mit Benjamin sprechen. Wagen Sie es nicht. Zimmer oder fährst du heute noch nach Hamburg? Möbliertes Zimmer. Aber nicht mehr lange. Was in Aussicht? Nichts berufen, aber wenn's klappt. Du weißt ja, wenn du einen kräftigen Mann für einen Umzug brauchst. Sie hat eine Gehirnerschütterung. Zum Glück aber keine inneren Verletzungen. Am schlimmsten ist der Fußbruch. Sie wird ein paar Wochen nicht richtig laufen können. Und Sie gehen zur Aufnahme und geben alle Ihre Daten an. Ja. Krüger? Was? Wo? Ja, danke. Es gibt was zu tun. Na, jetzt nicht. Frau Dr. Lange hat ihre eigenen Schlüssel. Wie die anderen leitenden Angestellten auch. So, gegen 9. Da brannte in ihrem Zimmer noch Licht. Da oben. Also nicht vom Dach, sondern aus dem Fenster. Kennen Sie Ihre Angehörigen? In der Pforte habe ich private Telefonnummern und Adressen. Gehst du mit? Ja. Lassen Sie die Tür auf, wir müssen gleich noch hoch. Noch nichts. Noch nicht lange tot. Kann das ein bisschen genauer sein? Ungefähr 1 Stunde. Frau Kommissarin, einen Moment bitte. Ach, der Herr Pohl.
Die Frau habe ich heute schon mal gesehen. Am Stadttor. Dieser Irre auf dem Dach, der wollte unbedingt mit dir sprechen. Ich erinnere mich, was wollte er denn? Arbeitslosengeld oder so. Und was ist mit diesem Irren? Ja, er hat sich ziemlich böse beschimpft. Wir haben ihn dann in die psychiatrische gebracht, zum Beobachten. Name und Adresse haben Sie? Besorge ich gleich. Ja, bitte. Die Adressen ihrer Mutter Uta Lange und ihres Lebensgefährten Klaus Schindler. Einer von beiden muss morgen die Leiche identifizieren. Okay, ich kümmere mich drum. Abschiedsbrief? Bis jetzt noch nicht. So, ich hab's. Heißt der Manfred Tillmann? Ja, genau. Woher wissen Sie das? Danke. Ist noch was? Ja, der Tillmann ist abgehauen. Auf dem Weg in die Psychiatrie. Schickt eine Fahndung nach ihm raus. Entweder er ist der Täter oder er steigt wieder auf irgendein Dach. Und ich will das ganze Programm, einschließlich Fotos in der Presse. Okay. Christian Perrich, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Haben Sie Schmerzen? Überall. Ich muss telefonieren. Nicht hier. Doch, ich brauche ein Telefon. Geduld, morgen ist auch noch ein Tag. Nein, ich muss jetzt telefonieren. Bitte ganz leise. Ja. Au. Victor, ich bin's. Hör zu, was? Ja, mir geht's gut. Was ganz wichtig ist, meine Pistole ist weg. Diese Ratte hat sie mir geklaut. Ich schwöre dir, wenn ich den erwische, den mache ich alle. 4, 4, 5.
5.000. Ja, danke, hier ist die Quittung. So. So, ich habe jetzt hier die beiden Mietverträge alles wie besprochen. Können Sie bitte da unterschreiben? Ja, und dann haben wir das Wichtigste noch hier. Den Schlüssel. Danke. Gerne. Nur zu, ich freue mich mit Ihnen. Ja! Danke. Ja, übermorgen ist hier alles Besen rein, alles raus bis auf die Küche. Dann machen wir Übergabeprotokoll um 12 Uhr. Seien Sie bitte pünktlich. Und dann können Sie hier ganz offiziell einziehen. Hallo, Frau Krüger. In Ihrem Büro wartet ein Klaus Schindler auf Sie, wegen einer Vermisstenmeldung. Danke. Guten Morgen, Herr Schindler. Guten Morgen. Klaus Schindler, kenne ich Sie nicht von irgendwoher? Wen vermissen Sie? Meine Lebensgefährtin, Frau Dr. Rebecca Lange. Seit wann? Gestern. Wir hatten eine Hauseinweihungsparty um 19 Uhr, seitdem. Und da melden Sie sich erst jetzt? Ich habe gewartet. Und habe Sie telefonisch gesucht, aber sie geht nicht ran. Auch auf dem Handy? Ja, klar. Herr Schindler, es tut mir leid. Ich muss Ihnen mitteilen, dass Frau Lange tot ist. Tot? Ja. Wahrscheinlich ermordet. Mach dir keine Sorgen wegen der Pistole. Die finden wir schon. Wie sah denn der Dieb aus? Ja, nicht wie ein Gentleman. Fettige Haare, unrasiert. Und er roch. Alle guckten auf das Rathaus. Da war einer oben und wollte springen. Ach nee. Unser neues Opfer. Ist er tatsächlich gesprungen? Nein, die Frau ist tot, die mit ihm geredet hat. Wie? Was? Moment, Moment. Welche Frau? Jetzt bleib mal ganz ruhig. Weißt du schon, wie lange du hier bleiben musst? Ich habe noch keinen Arzt fragen können. Aber ich nehme an, ein paar Tage wird's wohl dauern. Was ist denn mit meiner Zimmerkollegin? Keine Ahnung, die wollte plötzlich nach Hause. Wie die mich angesehen hat, als sie ging, als wäre ich ein Monster. Du bist ja auch eins. Jetzt wird erstmal gesund. Sie haben einen Sohn, eine gut gehende Firma. Ihre Lebensgefährtin hat eine gesicherte Position. Sie haben gerade gemeinsam ein Haus gebaut, waren glücklich. Frau Lange hatte also keinen Grund, sich umzubringen. Haben Sie einen Verdacht? Perrig. Christian Perrig. Weshalb? Er war früher Ihr Freund. Dann ist er ins Gefängnis gekommen, vor mehr als 4 Jahren. Jetzt ist er wieder raus und belästigt Sie. Sie hat ihn zurückgewiesen. Sie war ja mit mir zusammen. Seitdem hat sie sich von ihm bedroht gefühlt. Er hat uns einfach unser Glück nicht gegönnt. Marions Pistole ist weg. Dienstmarke, Ausweis, alles. Wie? Irgend so ein Typ hat sie geklaut. In der Boutique. Hast du schon gemeldet? Nee. Victor, irgendjemand läuft hier mit einer P4 rum. 13 Schuss, 9 mm Para. Ich weiß, aber ich wollte sie ersparen. Du kennst doch die Vorschrift. Die Waffe ist immer am Körper zu tragen. Probier du mal ein Kleid mit einer Waffe am Körper. Das ist einfach peinlich. Okay, wer klaut Handtaschen? Kleinkriminelle, Junkies, Penner? Die Fotos sind schon zu Marion unterwegs.
kann sein. Oder auch nicht. Wenn nicht, ist schlecht für Sie, Herr Koll. Wieso? Was habe ich mit dem Kerl zu tun? Macht schön weiter, Jungs. Ausweis dabei? Darf ich mal sehen? Tasche hier vorne. Na? Immer noch keine Ahnung? Nein! Gut. Dann gehe ich mit dem Vorgang zum Ordnungsamt. Und Sie sind noch heute wegen Hehlerei Ihre Konzession los. Was erwarten Sie von mir? Karl Gutke ist genannt Kalle. Heute Morgen war er zuletzt hier. Wenn er kommt, rufe ich Sie an. Das müssen Sie auch. Sonst kommen wir jeden Tag wieder. Tut mir aufrichtig leid, Frau Thielmann. Ja, wir können nichts machen. Frau Thielmann? Räumungsklage? Ah, Krüger, Kripo Lübeck. Ich suche Ihren Mann. Ich hab doch Ihren Kollegen schon gesagt. Ich weiß wirklich nicht, wo er ist. Sie haben keine Idee, wo er sein könnte. Aber wenn Sie ihn finden, dann sagen Sie ihm bitte, dass mir alles sehr leid tut. Er soll zurückkommen. Er kann ja nichts dafür. Wofür kann er nichts? Er hat alles versucht und alles ist daneben gegangen. Und jetzt fühlt er sich wie ein Versager. Sogar ein Mist. Und dann auch noch die Waffe. Und alles wegen diesem Idioten auf dem Rathaus. Thielmann. Na, erzählen Sie doch mal. Thielmann Manfred, 44, intelligenter Bursche, Informatiker. Hatte eine Lebensstellung bei der Versicherung. Und sich dann von so einer neuen Marktfirma anwerben lassen, mit großen Versprechungen. Und die ging dann pleite. Seitdem permanenter Abstieg. Scheiß Situation. Ist er verheiratet? Frau und zwei Kinder. Dann haben sie ihm die Arbeitslosenhilfe gestrichen, weil er die Arbeit verweigert hat. Und vor 3 Monaten hat er das Arbeitsamt und 2 Firmen wegen Subventionsbetrug angezeigt. Wurde aber eingestellt. Warum? Haltlose Anschuldigungen. Also sagt das Arbeitsamt. Aber Frau Lange, unser Opfer, die war für ihn zuständig. Er hat also auf jeden Fall ein Motiv. Und was sagt Ihr Gefühl? Noch kein Gefühl. Aber Thielmann hat sie in der Öffentlichkeit massiv bedroht. Und weiter? Was ist denn mit Ihrem Mann? Ihr Lebensgefährte, Klaus Schindler. Der ist erstmal außen vor, der hat ein Alibi und außerdem angeblich war die Beziehung in Ordnung. Was machen Sie da? Ja, sieht doch ganz so aus, als würde ich gebraucht. Au! Natürlich werden Sie gebraucht, Frau Ahrens. Jetzt werden Sie mal flott gesund. Wir haben übrigens eine Urlaubsvertretung. Für Gernot. Den Kollegen Ronald Erdmann. Uschi arbeitet ihn gerade ein. Na dann. Hier, das hätte ich beinahe vergessen. Sag mal, kennen wir einen Schindler? Ja, ist der Lebensgefährte der Toten. Wieso? Ist ja der Hammer. Schindler kassiert seine Frau ab, überweist die Arbeitslosen zu Lorch und der wirft sie einfach wieder raus. Ha? Konferenz? Wo? Also, das Arbeitsamt schickt Arbeitslose zur Umschulung zur Firma Alpha Works. Für jeden gibt's eine hübsche Summe. Insgesamt Millionen. Dieselben Arbeitslosen wandern als Langzeitarbeitslose zu Lorch. Dieser kriegt zinslose Kredite
vom Staat. Illegal. Gesetzlücke. Gesetzeslücke. Jetzt seid doch mal still. Jetzt kommt's. Rebecca Lange, ihr Lebensgefährte Schindler und sein Schwager Lorch. Vetter Wirtschaft. Und mittendrin der Langzeitarbeitslose Tillmann. Danke, Ronald. Ich habe den Obduktionsbericht. Todeszeitpunkt ist relativ genau zu bestimmen. Dieser müsste zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr eingetreten sein. Sie hatte Druckstellen an den Händen, Füßen und am Kopf. Das Opfer muss sich gewehrt haben. Wir haben unter ihren Fingernägeln Hautpartikel und Haare gefunden, die nicht vom Opfer selber stammen können. Das Opfer lebte jedoch noch, nachdem sie auf dem Boden aufschlug. Der Tod trat erst ein, als ihr jemand das Genick in die falsche Richtung brach. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass sie jemanden gebissen haben muss. Sie hatte Wollfäden zwischen den Zähnen. Als ob sie jemanden in Pullover oder ins Jackett gebissen hätte. Alles schon im Labor. Nächster Punkt. Hat das LKA schon rausgefunden, was auf der Diskette aus Frau Langes Büro ist? Der Inhalt ist komplett ausgedruckt. Umschülernamenslisten, Adressen, Umschulungskosten, Zahlungsanweisungen an AlphaWorks. Gib mal her. Ja, Uschi, kümmer du dich um die Listen. Überprüfe die Namen und die Summen und ob das Geld eingegangen ist, etc. pp. Ich werde dem Schindler auf den Zahn fühlen. Ronald, und du suchst Perik. Vielleicht findest du was über den Bewährungshelfer raus. Keine Täterfahndung? Weshalb? Auf die Verdächtigung eines Tatverdächtigen hin? Ich werde die Perik-Akte mal anfordern. Hab ich schon. Die krieg aber erstmal ich. Ja, und für mich hast du keinen Auftrag? Du kümmerst dich um deine Frau. Von der Kriminalpolizei. Guten Tag. Und das ist Ihr Sohn? Ja, das ist mein Enkel. Frau Lange? Mein Beileid. Was ist mit meiner Tochter passiert? Wer hat sie... Wir wissen es noch nicht. Oma, wann kommt denn die Mama? Ach, Benjamin. Hier fand also die Einweihungsparty statt? Ja. Haben Sie da sowas wie eine Gästeliste? Ja. Hier. Rebecca und ich waren die Gastgeber. Sie wollte später kommen. Ja, könnten Sie da bitte noch dazu schreiben, wer um welche Zeit hier war? Wieso wollen Sie das denn wissen? Haben Sie Perich noch nicht verhaftet? Wir brauchen auch von Ihnen genaue Angaben, wo Sie zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr waren. Kennen Sie Manfred Tillmann? Tillmann, der Spinner. Gestern stand er auf dem Dach vom Rathaus. Vor 4 Monaten hat er einen Strafantrag gestellt. Gegen Sie, das Arbeitsamt und ich glaube auch gegen Herrn Lorch. Hat das irgendwas mit dem Mord an meiner Lebensgefährtin zu tun? Alles im Umfeld der Toten ist ermittlungsrelevant. Merkwürdig, wenn das Arbeitsamt die Arbeitslosen an eine Firma vermittelt, die dem Lebensgefährten der stellvertretenden Referatsleiterin gehört. Wir sind das beste Institut am Ort. Und außerdem gab es die Geschäftsbeziehung zum Arbeitsamt schon lange bevor Rebecca und ich. Steht irgendwo geschrieben, dass persönliche Beziehungen bestehende Geschäftsverbindungen aufheben müssen? Verstehe. Was verstehen Sie? Was kostet denn so ein Kurs? 3.000, 4.000. Euro pro Person. Ja. Wie viele Kursteilnehmer pro Jahr? 600. Wie bitte? 600. Donnerwetter. 2 bis 2,5 Millionen pro Jahr sind ja kein Pappenstiel. Sind Sie neidisch? Ich glaube nicht. Ja, weiter so, Frau Ahrens. Super. Machen Sie sich nicht über mich lustig, Markus. Ich war beim Bewährungshelfer. Perich hat sie regelmäßig gemeldet. Er hat mir sogar die Adresse gegeben. Yachthafen Travemünde. Belladonna, Liegeplatz Nummer 8.
Wunderschönes Segelboot. Aber Perich ist nicht da. Dann bleib da, bis er kommt, ja? Er irrte ja so einsam durch die Gänge und ich dachte mir, ich bringe ihn einfach zu dir. Das ist Christian Perich. Du weißt schon, den wir suchen. Danke, Uschi. Setzen Sie sich, Herr Perich. Danke. Übrigens, ich habe noch Neuigkeiten von den vermittelten Arbeitslosen. Schließ einfach die Tür, ja? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel, was? Ich komme wegen Rebecca Lange. Ich war beim Arbeitsamt. Man hat mir gesagt, dass sie tot ist. Kanntest du sie näher? Ja. Schon länger? In der Zeit mit dir habe ich sie kennengelernt. Du hattest also während der Affäre mit mir auch eine mit Frau Dr. Lange? Ja. Mit Rebecca hatte ich eine Beziehung. Oh, wie differenziert. Es tut mir leid, dass ich dich damals in Schwierigkeiten gebracht habe. Um es ehrlich zu sagen, es interessiert mich nicht. Als ich wusste, wer du warst, war es schon zu spät. Ich hatte mich in dich verliebt. Unsinn. Verliebte gehen anders miteinander um. Ach ja. Und du? Beamtin einer Sonderkommission der Kripo Hamburg und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein. Das hast du mir verschwiegen. Du mir deinen Job auch. Aber mit meinem Namen konntest du was anfangen. Du wusstest, dass ich zu denen gehörte, hinter denen ihr her wart. Als ich deinen Namen erfahren habe, wusste ich gar nichts. Und jetzt bist du hier in Lübeck. Ja, jetzt bin ich hier. Und was machst du hier? Was willst du mir sagen? Was? Entschuldigung. Ich dachte, das würde dich interessieren. Du hättest mich damals verhaften können. Dich verhaften? In meinem Bett? Wie hätte ich denn das erklären sollen? Ach, rausgekommen ist es ja trotzdem. Denkst du, ich habe dich gedeckt? Ich habe dich nicht unterstützt. Ich hätte dich warnen können, aber ich habe es nicht getan. Es ist gut, Uschi. Ich habe gesessen, das reicht doch, oder? Gesessen? Ich bin spielgut. Muss aufpassen da drin, ja? Ich gehe da nicht rein, die beißt. Klaus Schindler und Helmut Lorch waren damals an deinem Supercoup beteiligt. Warum hast du dich eigentlich so standhaft geweigert, sie zu belasten? Das Verfahren gegen sie wurde eingestellt. Ich vermute, dass damals nichts von deiner Beute gefunden wurde, hatte was mit den beiden zu tun. Welche Beute? Das Lächeln hast du dir nicht weggesessen, was? Das ist rein äußerlich. 4 Jahre Knast verändern einen. Zuletzt habe ich nur noch an eine Frau gedacht und die ist jetzt tot. Und du suchst ihren Mörder. Du könntest ihr Mörder sein. Rebeccas Mutter sagt, du seist der Täter. Du bist doch früh genug von ihr weggefahren, um als Täter in Frage zu kommen. Weshalb sollte ich das tun? Nachdem sie gerade eben wieder zu mir zurückgekommen ist und wir Lübeck gemeinsam verlassen wollten. Weil sie mit deinen Komplizen deine Beute durchgebracht hat. Ich bringe nicht die Mutter meines Sohnes um. Benjamin ist dein Sohn? Krüger? Frau Krüger? Ich bin noch am Yachthafen. Perry ist gerade gekommen. Wie geht's weiter? Lassen Sie es gut sein. Ja, brechen Sie die Observierung ab. Ich also mit den hohen Schuhen die Treppe runter. Und zwar schnell. Weil das ja schnell ziemliche Eile hatte. Da rutscht plötzlich der verballedeite Teppich weg. Ich knicke um,
will aber das Tablett mit den teuren Gläsern nicht fallen lassen und sause die gesamte Treppe runter. Das Tablett immer so, ja? Ich komme unten an. Kein Tröpfchen fehlt. Alle Gläser heil. Aber der Arm gebrochen. Tja, das nenne ich Einsatz. Und wie geht's? Ach. Entschuldigung. Ja? Was haben Sie ihr denn gesagt? Ich bin Ihre Therapeutin und wir brauchen 45 Minuten für eine Sitzung. Meine Therapeutin. Und wie geht's sonst? Ah ja, geht so. Erzählen Sie mir kurz was über den Fortgang der Dinge. Naja, nur eine klitzekleine homöopathische Dosis, das fördert die Heilung. Zum Beispiel, hier, gibt es Fortschritte? Hat das LKA einen Bericht geschrieben, vielleicht mit Inhalt? Gibt's was Neues? Viktor. Lissy? Da draußen sagt eine Frau was von Therapie. Die einzige Therapie, die ich brauche, ist Arbeit. Na? Das hier muss der Anrufer gemeint haben. Ja. Herr Tillmann, schön, dass wir Sie gefunden haben. Kommt her, Tillmann. Fassen Sie mich nicht an. Ich will nicht in die Psychiatrie. Ich will doch nur arbeiten. Es geht nicht um Psychiatrie, es geht um Mord. Haben Sie noch Sachen da? Mein Mantel? Ja, also. Tillmann, dein Geld für heute. Danke, Mann. Komm her. Was haben Sie gegen Christian Perrig? Er ist ein schlechter Mensch. Egoistisch, unzuverlässig und eitel. Ich habe Rebecca immer wieder gewarnt. Aber die war ja ganz hin und weg. Das ist kein Mann fürs Leben, für Familie und Kinder. Klaus, ja, das ist einer. Ein guter Mensch, ein zuverlässiger Mann. Die sind uns Frauen manchmal zu langweilig. Ach, Unsinn. Schauen Sie sich doch mal das schöne Haus an, das die gebaut haben. Und Benjamin liebt ihn. Wäre dieser Kerl doch nie aus dem Gefängnis zurückgekommen. So weit sind wir noch nicht. Einsperren und Schlüssel wegwerfen. Warum war Ihr Enkel vorgestern bei Ihnen? Rebecca hat in letzter Zeit öfter hier übernachtet und auch das Kind hier gelassen. Sie hatte Probleme, seit dieser Perrig wieder aufgetaucht ist. Was für Probleme? Perrig meldete Ansprüche an, die ihm nicht zustehen. Klaus litt darunter. Und den Mund auf. Weiter. Ja. Das brauchen wir für die Faserbestimmung.
Jetzt ist ja auch gleich alles. Hier. Hier. Was machst du denn hier? Konntest du nicht mal einen Park haben? Bitte, 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 Viktor. Zu Hause, wenn es ein Vorwurf ist. Hier nur was Liebes, ja? Ich liebe die Büroluft. Herrlich. Hallo? Guten Tag. Ah, Striptease. Frau Ahrens. Ich nehme an, Sie sind nur kurzfristig aus dem Krankenhaus abgehauen und müssen gleich wieder zurück. Nein, auf eigene Verantwortung entlassen. Das ist Gernots Vertretung. Ach, moin! Moin. Vielleicht sitzen. Danke. Okay, dann teilen wir uns die Arbeit. Sollen wir würfeln, wer den Außendienst macht? Nee, ich bleib schon hier. Was gibt's denn zu tun? Verdächtiger, vernehmen. Und wo gehen Sie hin? Das erkläre ich Ihnen später. Lesen Sie sich erstmal ein. Uschi, legst du ja alles auf den Schreibtisch? Komm, Ronald. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, es ist herrlich. Ich kann das echt total gut verstehen, dass man sich freut, dass man wieder arbeiten darf. Wer hat Sie denn gefragt? Ich kenne Sie doch irgendwoher. Vom Rathaus. Sie sind also an allem schuld. Hier. Ach, kommen Sie mit in mein Büro. Guten Tag, Frau Krüger. Guten Tag. Wir brauchen Durchsuchungsbeschlüsse für die Firma Alpha Works, Klaus Schindler und die Baufirma Lorch KG. Lorch KG? Kein schlechter Name in der Stadt. Aber auch kein guter. Was hoffen Sie zu finden? Unterlagen über einen gewaltigen Subventionsbetrug zulasten des Arbeitsamtes bzw. der Steuerkassen. Ja, und Sie sind sicher, das hat was mit dem Todesfall Rebecca Lange zu tun? Wäre es nicht besser, die Sache dem Betrugsdezernat zu übergeben? Alle Verdächtigen hatten mit der Firma Alpha Works zu tun. Es gab bereits eine Strafanzeige, die aber im Sande verlief, weil die Verantwortlichen beim Arbeitsamt alles abgestritten haben. Frau Lange, das Opfer, war darin involviert. Und es geht um viel Geld. Vielleicht gab es Streit um die Beute. Bei der Subventionsgeschichte verstehe ich das. Aber Lorch, Darlehen für Langzeitarbeitslose, der nutzt doch nur eine Gesetzeslücke. Also Beschluss für Alpha Works, ja? Für Lorch, nein. Danke. In Frau Dr. Langes Büro lag Ihre Akte auf dem Schreibtisch, als sie aus dem Fenster gestürzt wurde. Sie hatte mir ja auch etwas versprochen an diesem Tag. Kollegen sagen, sie seien ganz wütend auf sie los. Stimmt, vor 4 Wochen hat sie mich mal rauswerfen lassen. Da waren Sie sicher zu freundlich zu ihr. Das war doch eine einzige Verarsche. Aber dann habe ich das Ganze durchschaut, das ganze Pack angezeigt. Und was passiert? Nichts, gar nichts. Die Kleinen hängt man auf. Die Großen lässt man laufen. Das ist ein anderes Thema. So Unrecht wird er nicht gehabt haben. Jeder Zweite, den ich bis jetzt kontrolliert habe, hat die Weiterbildungsmaßnahme entweder nicht bekommen oder gar nicht beantragt. Und wird trotzdem als gefördert geführt. Das sage ich doch. Das sage ich doch die ganze Zeit. Die nächste Stufe ist die Vermittlung an die Baufirma Lorch. Die stellt die Langzeitarbeitslosen ein und kriegt dafür günstige Spezialkredite vom Bund. Und dann nach 3 Wochen schmeißen sie die Leute wieder raus. Probezeit um. Aber der Kredit läuft weiter. Was, Frau Krüger das? Die ist gerade deshalb beim Untersuchungsrichter. Ich mach weiter. Kollegen, bitte das Passwort für die Datei nennen. Meine Lebensgefährtin ist ermordet worden. Ich weiß. Würden Sie es ihm bitte trotzdem sagen? Wie komme ich denn dazu?
Na, das kriegen wir schon hin. Hey! Ganz ruhig, das hat alles seine Ordnung. Das Kennwort von dem Computer, bitte. Bitte verlassen Sie den Raum. Das Kennwort ist ein Zweizeiler. Kupfer, Soja, Schweinespeck, schicken Sie uns einen Scheck. Waren Terminsprüche? Erinnerung an Ihre Beteiligung an den großen Coup mit Christian Perrig. Ach, jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne. Sie waren damals... Ermittelnde Beamtin, so wie jetzt. Schönes Büro, gute Ausstattung. Ja, das hat auch alles was gekostet. Das lassen wir uns von Ihnen nicht kaputt machen. Wir, ich meine. Wem gehört die Firma? Mir. Sie sagten mir, Sie hätten Rebecca durch die Zusammenarbeit Ihrer Firma mit dem Arbeitsamt kennengelernt. Mhm. Ja, das stimmt nicht. Sie kannten sie schon aus der Zeit, als sie noch mit Perrig liiert war. Nach seinem Haftantritt haben sie die Frau mehr oder weniger übernommen und dann die Möglichkeiten genutzt, die ihre Lebensgefährtin beim Arbeitsamt hatte. Als Startkapital braucht man hier locker 1 Million. Wo hatten Sie das Geld damals her? Das geht Sie einen Scheißdreck an. Dann sage ich es Ihnen. Aus Perrigs Anteil. Und dann kommt er raus und will alles wiederhaben, einschließlich seiner Frau. Und die wollte ihn auch wiederhaben. Die Vergleichsanalyse läuft. Das Geld haben wir in Ihrer Jacke gefunden. Und hier sind Ihre Sachen zurück. Danke. Und was passiert jetzt mit mir? Sie sind vorläufig festgenommen. Aber warum denn? Um Ihre mögliche Beteiligung im Mordfall Rebecca Lange zu untersuchen. Aber da hat man das Recht auf einen Anwalt. Ja, klar. Hat man. Bitte. Ja, Kripo Lübeck, geben Sie mir mal den Referatsleiter 4. Ja. Dr. Schuster. Hast du was von meiner Waffe gehört? Nein, der Koll hat sich noch nicht gemeldet. Dann kümmern wir uns eben selbst drum. Dr. Schuster? Ja, Kriminalhauptkommissarin Ahrens hier. Ich hätte Sie gern gesprochen wegen des Ablebens Ihrer Vertreterin. Ob Sie so nett sein könnten und hier im Kommissariat vorbeikommen? Ja, das können Sie einrichten. Dankeschön. Tja. Also ich verstehe immer noch nicht, was Sie hier wollen. Meine Lebensgefährtin wurde ermordet und wieso verhaften Sie nicht endlich diesen Perrig? Warum sind Sie eigentlich so scharf darauf, dass wir einen alten Kumpel festnehmen? Schau mal, lag in seiner Unterschriftenmappe. Na sowas. Ein Brief an Frau Dr. Lange. Sehr geehrte Frau Dr. Lange, erlauben uns Ihnen mitzuteilen, dass Sie ab dem 1.1. als Personalchefin der Firma von Teil Pharmawerke freuen uns auf gute Zusammenarbeit. Frau Lange hatte gekündigt. Wie kommen Sie an diesen Brief? Rebecca Lange, CU Uta Lange, Ihre Mutter? Hat mir Rebeccas Mutter gestern gegeben. Mutter verrät Tochter, Lieblingsschwiegersohn. Fertig. Wir gehen. Marion, ist doch sinnlos, die ganze Nacht hier rumzuhocken. Der Koll ruft mich an, wenn dieser Kalle auftaucht. Er hat viel zu viel Angst. Eine halbe Stunde. Wenn er die nächste halbe Stunde nicht kommt, ziehen wir ab, okay? Hm. Von mir aus. Gut finde ich es nicht. Ja, ist ja klar. Was machst du denn? Das ist gerade ein Unfall. Du könntest gut und gerne 3 Wochen Pause brauchen. Stell dir vor, es passiert was. Dann muss ich dich mein Leben lang im Rollstuhl schieben. Ah. Und das tätest du. Das ist ja wie früher.
gelaufen. Nur das Auto war kleiner. Dass Sie wieder da sind. Auch wenn ich bezweifle, dass das für Ihren Fuß gut ist. Ah, was haben Sie denn angestellt? Die Tatverdächtigen im vorliegenden Fall sind identisch mit meiner Katastrophe. Schindler, Lorch und vor allem Perrig. Perrig, das ist doch der... Der, wegen dem ich aus Hamburg weg musste. Ist es Ihnen zu nah? Wollen Sie, dass ich ihn übernehme? Für mich ist die Sache erledigt. Wenn er der Mörder ist, dann finden wir es raus. Manches spricht für und manches gegen ihn. Die Auswertung von Frau Langes Handy hat ergeben, Christian Perrig hat sie angerufen. Zur Tatzeit und noch dreimal danach. Das täte er nicht, wenn er wüsste, dass sie tot ist. Es könnte aber auch Raffinesse gewesen sein. Schön, dass Sie mir das anvertraut haben. Klar, wir machen das gemeinsam. Gibt's was Neues von Ihrer Waffe? Tja, wir suchen diesen Kalle. In Zukunft werde ich die Pistole wohl im Hosenbund zwischen den Arschbacken tragen. Ich hab ihn. Ich hab den Gesellschaftervertrag der Alpha Works. Lorch gehört 80% der Firma. Wir machen die Razzia sofort, ohne richterlichen Beschluss. Unter Gefahrenverzug. Entschuldigung, ich suche die Frau Ahrens. Da drüben. Frau Ahrens? Dr. Schuster? Ja. Wir hauen ab. Das ist meine Kollegin Krüger, Dr. Schuster, Chef des Referates 4 vom Arbeitsamt. Hallo. Freut mich. So, Abflug. Versetzen Sie sich doch. Haben Sie einen Kaffee oder Mineralwasser? Kaffee, gerne. Jetzt habe ich Ihnen leider was versprochen, was ich gar nicht halten kann. Es ist niemand mehr da und wie Sie sehen, kann ich Sie nicht bedienen. Tja, wenn Sie so freundlich wären und sich einen Kaffee selber holen? In der Teeküche da, um die Ecke? Gerne. Wollen Sie auch einen? Ja, gerne. Schuster, schaffen Sie es? Ja, ja. Danke, alles klar. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht... Was machen Sie denn hier? So, ihr dürft jetzt alle eine kurze Pause machen. Bitte schön. Bitte hier alles mitnehmen. Die Akten da drüben, die im Schrank. Was soll denn das? Nehmt euch die Computer vor. Sämtliche Aktenordner kommen mit. Und die Papierkörbe nicht vergessen, ja? Haben Sie ein Durchsuchungspapier? Den liefern wir nach. Das wird mein Anwalt aber nicht gerne hören. Dann fragen Sie den Anwalt doch mal, ob er den Ausdruck Gefahr in Verzug kennt. Oh, ich? Gefährlich? Sie können jetzt auch eine Pause machen. Kollegen, hier gibt's noch was.
Sie haben uns ja doch erwartet. Sie erwartet? Wie kommen Sie denn darauf? Ach, das da. Einmal im Monat machen wir Tabula Rasa. Man muss ja nicht alles aufbewahren, nicht? Nur was wichtig ist für die Steuer. Wo waren Sie vorgestern zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr? Also, das ist ja witzig, dass Sie das jetzt fragen. Zufällig hat meine Frau heute Mittag die Fotos abgeholt. Von Glasfeier. Zufällig. Die ganze Arbeitslosenmafia auf einen Blick? Tja, so ist das im Leben. Geschäftsfreunde treffen sich manchmal. Warum haben Sie Tillmann entlassen? Tillmann. Ach, der Tillmann. Weil er ein faules Schwein ist. Dreimal habe ich ihm gezeigt, wie man eine Schubkarre anpackt. Und er hat sie einfach ausgekippt und ist gegangen. Nee. Mit solchen Leuten kann man Deutschland nicht wieder aufbauen. Er ist Informatiker. Jeder, der heutzutage einen Computer anschalten kann, ist Informatiker. Was wir brauchen, sind arbeitswillige Menschen. Keine Faulenzer oder Beamte. Stimmt ja. Polizisten sind ein besonders faules Pack, ne? Also das haben Sie gesagt. Und es hat Sie nie gestört, dass ein Mauschelverdacht aufkommen könnte? Also ich vertraue meiner Stellvertreterin absolut. Ich unterschreibe blind, was sie mir vorlegt. Trotz Schwager, Freund, keine Bedenken? Soll ich die armen Umschüler nach Hamburg schicken? Schindler hat das beste Angebot und auch das preisgünstigste. Es wird ja ständig neu ausgeschrieben. Wenn man weiß, was die anderen verlangen. Das ist eine unbewiesene Behauptung. Glauben Sie mir, es ist alles in Ordnung. Das kriminelle Potenzial meiner Mitarbeiter erschöpft sich im Schummeln an der Stechuhr. Klare Frage. Haben Sie das Darlehen, was Sie für das Einstellen des langzeitarbeitslosen Tillmann erhalten haben, anschließend zurückgezahlt? Keine Ahnung. Können wir prüfen lassen, aber dazu sind wir nach der Gesetzeslage nicht verpflichtet. Zu was, das Prüfen? Die Rückgabe. Einmal gewährt, läuft es zinslos weiter. Na wunderbar. Schindler macht Sie fit fürs Marketing und Sie lassen Sie 3 Tage Schubkarren schieben. Und schon ist der Langzeitarbeitslose wieder im Kreislauf aufgenommen. Wenn man das oft genug macht, Herr Lorch, dann bringt das anständig Geld, oder? Ich habe die Gesetze nicht gemacht. Aus dem Gesellschaftervertrag geht hervor, dass Schindlers Geschäftspartner Lorch heißt. Und zwar zu 80%. Kann schon sein. Fragen Sie meine Frau. Die ist schließlich Klaas Schwester und kümmert sich um das Finanzielle. 80%? Wo stammt das Geld her? Fragen Sie sie. Frauen verstehen noch mehr vom Geld als Männer, oder? Wo ist denn bitte diese Jacke, die Sie auf dem Foto tragen? In meinem Büro, warum? Ich würde sie gern mitnehmen. Gerne. Das Bild darf ich auch mitnehmen? Oh ja. Schindler, hol die Jacke, die er auf dem Foto trägt. Und bring dann alles zu Victor. Mach ich. Ja? Aufgrund dieser Liste haben wir festgestellt, dass die meisten der angeblich weitergebildeten Arbeitslosen überhaupt nie einen Kurs besucht haben. Das nennt man Betrug. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was haben Sie da überhaupt für eine Liste? Sie wurde auf einer Diskette im Schreibtisch von Frau Dr. Lange gefunden. Sie war unter die Schublade geklebt. Unter die Schublade? Normalerweise stehen unsere Akten in den Schränken. Die suchen wir auch noch. Wie gesagt, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass Frau Dr. Lange mein Vertrauen missbraucht haben könnte. Für mich persönlich wäre das eine Tragödie. Sie wollen damit sagen, dass wenn es Unregelmäßigkeiten gab, dass Sie nichts davon gewusst haben. So ist es. Gut. Ich würde Sie gerne ins Arbeitsamt begleiten und mir Ihr Zimmer ansehen. Mein Zimmer? Gerne.
Ich helfe Ihnen. Oh ja, danke. Kann ich Sie mitnehmen? Ja, aber nur, wenn Sie nicht so rasen. Nicht schneller als die Polizei erlaubt. Oh. Arndt? Ach, Frau Krüger. Ich bin auf dem Weg ins Arbeitsamt. Wir können uns dort treffen. Bis gleich. Und, geht's? Ja, danke. Haben Sie dafür eine Erklärung? Nee. Hier ist kein Publikumsverkehr. Das Siegel ist erbrochen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte die Spurensicherung den Auftrag, die Türen zu verschließen. Wer hat denn alles einen Schlüssel? Na, der Hausmeister, die Putzkolonne und natürlich ich auch. Bitte. Uschi, lies mir mal die Namen auf der Liste vor. Ja, genau. Die aus Rebecca Langes Schreibtisch. Fang mal mit S an. Ja. Ja. Aha. Mhm. Ja, danke. Reicht schon. Reicht schon. Danke. Jemand hat die Namen aussortiert. Die fingierten Empfänger. Herr Schuster, haben Sie dafür eine Erklärung? Nee. Störe ich? Nein. Das alte Boot weckt Erinnerungen. Ich hab's damals meinem Anwalt überschrieben. Ich zahle auch Miete, nicht, dass du jetzt denkst. Das interessiert mich nicht. Ich brauche deine Hilfe. Komm an Bord. Nein, erklär mir, was hier abgeht. Wer hat Rebecca umgebracht? Einer von diesen Mistkerlen. Schindler oder Lorch? Oder Schuster. Rebecca wollte aussteigen. Und das Geld? Mit deinem Anteil haben sie den Laden doch erst aufgebaut, Schindler und Lorch. Ohne deine Kohle hätten sie den Subventionsbetrug doch nie ins Rollen gebracht. Oder war das Rebeccas Idee? Rebecca konnte nie lange alleine sein. Und als ich im Gefängnis war, hat Lorch den Schindler auf sie angesetzt. Und der wusste dann genau, welche Gelegenheit sich ihm da bietet. Lorch hat sich das alles ausgedacht. Schindler war viel zu doof dafür. Und Schuster ist der typische Mitläufer. Danke, Christian Perrig. Wir sehen uns nicht mehr wieder, denke ich.
Klaus. Er wollte sich nur von dir ins Bett bringen lassen. Wenn ein gewisser Burg hier auftauchen würde, dann würde garantiert von seinen sogenannten Nachmietern gelyncht. Er hat jedem von ihnen 5.000 Euro abgeknüpft. 5.000 Euro. Kann ich was für Sie tun? Setzen Sie sich. Ich möchte Ihnen nicht noch mehr Angst machen, als Sie vor Behörden sowieso schon haben. Ihre DNA-Analyse ist negativ. Aber lassen Sie in Zukunft diesen Mist, auf Rathäuser zu klettern und andere Menschen zu bedrohen. Es tut mir sehr leid um Frau Dr. Lange. Das habe ich ihr nicht gewünscht. Es war ja auch sehr mutig von ihr, in den Korb zu steigen und nach oben zu mir zu fahren. Und was haben Sie jetzt vor? Ich weiß es nicht. Das Ergebnis der Textilanalyse. Mhm. Danke, Viktor. Geht schon. Geht schon. Ich finde es saublöd, dass Sie Viktor duzen und wir immer noch per Sie sind. Das kannst du halten, wie Sie wollen, Frau Ahrens. Gut, dann halten wir es so. Ich bin Marion. Ach, echt? Aber da war doch noch irgendwas. Sollten wir uns nicht küssen? Und was trinken? Wir sind wirklich ein starkes Team. Vor allem im Moment. Jawohl!
Fehlt nur noch Herr Schindler. Wir können ja schon mal rübergehen in Dr. Langes Büro. Was wird das hier? Lassen Sie sich doch einfach überraschen. Ah, der Herr Schindler. Damit sind wir vollzählig. Hier ist ein Platz für Sie. Ja, Sie hätten mich auch anrufen können. Mich so von der Polizei abholen zu lassen, ist rufschädigend. Entschuldigung. Dankeschön. Setzen Sie sich. Zurück zu den Tatsachen. Die Spurensicherung hat einige interessante Dinge zutage gefördert. Erstens, Herr Schuster, die Ordner haben Sie verschwinden lassen und später bereinigt wieder hier ins Büro gestellt. Die Fingerabdrücke beweisen das. Übrigens, die Daten waren auch auf den Festplatten der Computer gespeichert. Ihr kleines Ablenkungsmanöver war also ziemlich nutzlos. Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. Auch gut. Bei Ihnen geht es sowieso nur um Beihilfe. Denn der Täter waren Sie, Herr Lorch. Spinnen Sie? Die Genspuren unter Rebecca Langes Fingernägeln stammen von Ihnen. Und die Textilspuren in Ihrem Mund stimmen mit den Proben Ihrer Jacke überein, Herr Lorch. Warum hätte ich das tun sollen? Weil Rebecca Lange aussteigen wollte. Meine Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt war vollkommen legal. Stimmt, Rebecca wollte aussteigen wegen Tillmann. Wegen Tillmann? Deine Frau Doktor konnte den Hals nicht voll genug kriegen, das war das Problem. Pass auf, was du sagst. Ey. Du drohst mir? Du Schlappschwanz? Was meinen Sie damit? Er hat ihr das schöne Traumhaus gebaut. Und dieser Idiot lässt es auf ihren Namen ins Grundbuch eintragen. Und kaum ist Perich aus dem Knast raus, da will die blöde Kuh schon ausbezahlt werden. Sie hätte mich niemals verlassen. Sie wollte uns erpressen. Erzählte irgendwas von einer Diskette, wo alles gespeichert war. Aber Ihre Geschäfte waren doch ganz legal. Sind sie auch. Seine waren Betrug. Das war doch deine Idee. Das war doch alles deine Idee! Weil du zu dämlich bist, eigene Ideen zu haben. Selbst Rebecca muss ich dir auf dem silbernen Tablett servieren. Sie hat mich geliebt. Deswegen hast du sie auch umgebracht. Er hat sie umgebracht? Herr Schindler? Albert wollte die Diskette. Rebecca ist wütend geworden. Albert war ja schon wütend. Und bevor ich überhaupt eingreifen konnte, war sie schon aus dem Fenster gefallen. Ein Unfall. Ich schwöre Ihnen, es war ein Unfall. Ich bin sofort runtergelaufen. Rebecca? Rebecca? Rebecca, halt durch. Ich komme gleich in den Krankenwagen. Ja. Bleib da. Sie lebte noch, das wissen wir. Ich knie zu ihr runter und sie atmet so schwer, heftig. Und ich will ihren Kopf nehmen, will sie nur halten und ihr sagen, dass wir Hilfe rufen, dass sie sich nicht bewegen soll. Dann öffnet sie so flatternd die Augen und hebt ihren Kopf und sagt seinen Namen. Perik. Christian, verlass mich nicht wieder. Christian. Christian. Christian, lass mich nicht allein. Und das konnten Sie nicht ertragen. Herr Schindler, Herr Lorch, Herr Schuster, das Gericht wird über Ihre Schuld befinden. Anwalt,
das hier auch einfach alles raus. Na, herzlichen Dank auch. Von wegen, ihr habt alles für mich erledigt. Der ganze Aktenscheiß und die Vernehmung stehen mir noch bevor. Das ist ein halbes Jahr Arbeit, mindestens. Vielen Dank. Ja, zwei kannst du streichen. Die kriegen eine Mord- bzw. Beihilfeanklage verpasst. Bleibt also nur noch der Referatsleiter. Und? Gesteht er? Auch wenn du schnell genug nachsetzt. Heute Morgen hat er noch die Hosen voll. Ach, übrigens, heute Morgen ist mir eure Kollegin begegnet. Ist die etwa auch auf den Retzler reingefallen? Er nannte sich Burg. Ja. Alias Kruse, alias Bock, alias Retzler. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Flensburg, Kiel, Hamburg, Berlin. Wir kriegen den immer wieder. Der stammt aus der Gegend hier. Und das Geld? Das ist weg. Ich meine, wenn du den nicht innerhalb der ersten Woche fasst, wer verjubelt das Geld aus vollen Händen? Und wie viele Leute hat er reingelegt? 23. 24. 24 mal 5.000 Euro. Mahlzeit. Das mache ich auch. Arbeiten lohnt nicht. Victor. Das ist er. Ja, das ist er. Ja. Was ist denn Ihre Pistole? Hab ich weggeschmissen. Willst du mich verarschen? Nee. Pass mal auf, mein Bein ist kaputt und du bist schuld daran. Und ich stinksauer, also los, spuck's aus. Die Knarre, ich verkauft. An wen? Lass sie mir stehen, wenn ich euch sage. Mein Gott, du nervst. Ein Kölner Jupp. Jupp von der Venusbar? Wer lässt denn Wichser für dich in so einen Edelpuff? Ehrlich. Ehrlich, hab ihn vorher angerufen. Hat mir 200 geboten. Wenn wir die Waffe bei Jopan nicht finden, hast du ein Problem. Hallo? Namen, Kriminalpolizei, Ihre Papiere bitte. Ach, das war jetzt nicht nötig, gell? Morgen hätte ich sie euch vorbeigebracht. Aber ich habe euch doch nur einen Gefallen tun wollen. Ei. Hier ist die Knarre, ne? Ja, ich hab's halt mitnehmen müssen, gell? Wäre ja ein Ding, wenn hier jeder Penner mit euren Dienstwaffen rumspazieren hätte. Komm, leg das Ding jetzt hin. Wie könnt ihr nur so leichtsinnig sein, euch die Dinger wegnehmen lassen? Wie bitte? Was wie bitte, junge Frau? Ist das etwa Ihre Knarre? Ah ja, seien Sie froh, dass ich aufgepasst habe, gell? Manchmal wäre ich auf dem Revier gewesen, hätte sie euch gebracht. Ich schwör's, ich hab das Ding nur sichergestellt. Klar. Entschuldigung. Was ist denn los? Und, wie geht's jetzt weiter? Was glauben Sie denn, Herr Burg? Ach ja, das
Können Sie alles haben. Das ist überhaupt kein Problem. Können Sie alles behalten. Alles, wenn Sie mich nicht verpfeifen. Ich hole mir nur zurück, was mir gehört. Um den Rest kümmern sich meine Kollegen vom öffentlichen Dienst. Genauer die Polizei. Schönen Abend noch. Weil es so voll ist. Gut. Umso mehr. Das habe ich wieder. Und das hat er auch in der Schublade gehabt. Danke. Also nochmal? Ja. And I think to myself.